mir so ein Fufu, dann baue ich so einen Ball, also bloß, besser gesagt. Was? In der geheimen Soße, die kurz blanchiert werden, dann lass mal die einziehen und dann werden die in der geheimen Soße gekocht. So, das ist Kopfbanane hier, frittiert. So sieht es dann aus. Sehr, sehr lecker. Riecht auch gut. Kann man riechen. Mm. Das ist alles selbst gemacht. Selbstgemachter Poitou Quoi. Und hier Sweet Dream. Das ist Mayonnaise mit Sweet Chili und 5 Spices Pulver. Chili Mayonnaise. Und dann kommt unser Lieblingsgewürz da rein. Schön warm ist es. Die Kräuterquark, ne? Bananen, ja. Mit welcher Soße? Welche passt denn? Erdnusssoße. Dann nehmen wir die bitte. Ja. Und für euch auch Fufu? Mit welcher Soße? Erdnusssoße. Vorbereitet. Ich nehme mir so ein Fufu, dann baue ich so einen Ball, also Kloß, besser gesagt. Es gibt unterschiedliche Formen. Man kann so einen Ball machen, aber man kann auch. Das ist sehr lecker. Dankeschön. Auf Instagram, please, auf Instagram folgen, unterstützen. Sorry, ich mache Video, ich mache Werbung in deinem Video. Das ist wirklich sehr lecker. Dankeschön. So, hier, zweite Mal. Das ist ein Fufu-Ball. So, und jetzt kommt Erdnuss. Ich muss mal die Hände waschen, sonst klebt das überall. Das ist die geilste Erdnusssoße, die du je gesehen hast. Dann kommen Kopfbananen dazu. So sieht es nicht aus. So. Scharf? Nein. Wie viel? 2 Löffel? Nein. So, 10 Euro mache ich gleich. Ich bezahle alles zusammen. Alles klar. Dann zweite Portion mit? Nee, Kochbananen. Kochbananen willst du. Genau. Für euch war auch mit Erdnuss. Ich mache es direkt für dich auch, wenn ich will. Scharf für euch? Kann man ein bisschen daneben so machen oder geht ja, das dann komplett drauf? Ich kann daneben. Das ist eigene scharfe Soße. Ich tue nur ganz wenig. Wenn ich mehr brauche, sag Bescheid. Okay, ich habe noch 2 Servietten. 2 Löffel. Hier zur Kopfbanane. Mit Erdnussdip, ne? Habe ich euch gesagt. So, wie viel Sticks? 1. Vielen Dank. So, Serviette. Jetzt danke. Kommt, ist heiß, ne? Ja.
hier machen wir unsere Muscheln. Ja. Ghetto-Style. In einer Zwiebel, Paprika mit Blutwurst und Chorizo. Haben wir vor 15 Jahren kreiert, diese Soße. Sehr beliebt. Für unsere Miesmuscheln. Da haben wir auch nur noch 4 Portionen von übrig. Und das sind unsere Gambas in einer geheimen Soße, die kurz blanchiert werden. Dann lassen wir die einziehen und dann werden die in einer geheimen Soße gekocht. Hier haben wir unsere Tapas. Unser Tapas-Mix, sehr beliebt, mit portugiesischem Brot serviert, mit hausgemachter Aioli. Ja. Aber die Aioli ist heute nicht hausgemacht, sondern in unserem alten Truck von 1970, dem Mercedes, ist das gemacht worden. Mit verschiedenen Tapas-Mix, Stockfischbällchen aus Portugal, Hühnchen und Fleischpasteten sowie Schinken gefüllt. Auch unser Brot können Sie gerne filmen, kommt direkt aus Portugal, ja, diese Brötchen. Prima.
gerne. Richtig, Chili Cheese ist ein bisschen schärfer, ne? Das ist ja, sagt der Name ja schon. Chili und Cheese. Was kannst du ja sagen? Die Soße, die kommt jetzt verkauft. Oder mal die Chili Cheese. Chili Cheese. So, Chili Cheese und welches Gewürz war das jetzt? Kräuter, Knoblauch? Ja. Schmeckt der Knoblauch, ja, aber was schon mal. So schmeckt. Hab gerade auch schon einen probiert. Und das ist der zweite, ne? Ja klar, sehr gerne. Was
Faktor da? Kräutersalz oder normales? Normales Salz, genau. Okay, einmal. Sehr gerne. Ist das schön? Thank you.
Banjang, der Vater. Ja. Banjang. Was mit den Listen zu hören. Oder allgemein, wenn die ganze